Gewohnt gut. Die Wohnungsbaugenossenschaft Schwedt ist fit für die Zukunft. Die Bestätigung gab es in Form eines Qualitätssiegels vom Verband der Berlin-Brandenburgischen Wohnungsunternehmen. Im Besonderen wurde die Kranichsiedlung am Bahnhof ausgezeichnet, die nach dreijähriger Bautätigkeit kaum mehr wiederzuerkennen ist. Vom tristen Plattenbauschick der 60er Jahre nichts mehr zu spüren. Moderne Wohnlösungen sind entstanden, leuchtende Fassaden, neue Balkone und nicht zuletzt die Aufzüge verbessern die Wohnqualität der Mieter. Für mich hat die Platte lange nicht ausgedient. Im Gegenteil, die Platte hat Zukunft. Ich denke, wir haben hier bewiesen, was man aus einer Platte machen kann. Das ist eine Bauform, die sicherstellt, dass Mieten bezahlbar bleiben, auch für viele Schichten bezahlbar bleiben und damit ein moderates Mittel. Und für uns hat sie Zukunft, die Platte. Unter dem wachsamen Blick des Kranichs wird gebaut. Mittlerweile arbeiten die Gewerke bereits im dritten Bauabschnitt und modernisieren den letzten Block der Siedlung. Als besonderes Highlight ist hier eine 100 Quadratmeter Wohnung mit angeschlossener Dachterrasse entstanden. Weiterhin wurden die Wohnungsstränge kernsaniert und dank der entsprechenden Nachrüstungen können Grundrissanpassungen nun je nach Wunsch der Mieter vorgenommen werden. Ein zukunftsfähiges Konzept, das in seiner Komplexität auch den Verband überzeugte. Was war denn jetzt bei der Kranichsiedlung so entscheidend? Drei Dinge. Erstens, dass das Unternehmen quasi aufgrund einer Analyse einen Plan hatte, wie gestaltet man so ein gesamtes Gebiet um. Zweitens, dass ein gesamter Kiez angegangen wurde, der also auch mit den Umbaumaßnahmen man versucht hat, diese Identitäten zu schaffen. Es ist ja wichtig, wenn ein Unternehmen größer ist, dass ich sagen kann, nicht nur ich wohne bei der Genossenschaft, sondern ich wohne in meinem Kiez. Das ist hier so. Und drittens diese Kombination von Anpassung von Grundrissen, von Teilabriss, von Aufbau, von Neubau. Also dass man diese ganze komplexe Geschichte hier gewürdigt hat von der Jury aus. Von 0 bis 100. Die Kranichsiedlung schafft Wohnraum und Heimat für alle Altersstrukturen. In den neuen Bungalowhäusern soll künftig in Kooperation mit Pro Intensiv und der Volkssolidarität Pflege- und Seniorenwohnen möglich gemacht werden. Die Angebote ergänzen das Quartier und liegen voll im Trend, denn dem demografischen Wandel will und muss sich auch die WOBAG stellen. Trotzdem, die Sanierung im Bestand war nicht immer leicht. Anwohner mussten besänftigt, Lösungen gefunden werden. Ich kann immer noch nach 3 Jahren im ersten Bauabschnitt vorbeigehen und die Mieter grüßen aus dem Fenster. Das heißt also, es ist gut gelaufen und im dritten Bauabschnitt also hat man auch dazugelernt. Wie ist jetzt, wenn Sie hier sehen, ist nun fast alles fertig, nach so vielen Jahren, wo man sich hiermit beschäftigt hat, wie ist das Gefühl jetzt? Eine Erleichterung zum einen, eine Freude, weil es eben wirklich fertig ist und die Mieter sich auch darauf freuen, als Vollvermietung. Und nach der Erleichterung schon die Vorfreude aufs nächste Projekt. Es wird weitergehen, die WOBAG wird weitere Quartiere demografiefest und zukunftsorientiert modernisieren. Zwei Blöcke im Machlewskiring werden bereits 2017 und 2018 besonders im Fokus stehen.